Hallo und herzlich willkommen zurück zu Disney Dreamlight Valley. Ja, ein neuer Tag und etwas mehr Zeit zum Aufnehmen. Ist das nicht ein wunderschönes Bild? Zumindest mit dem Schiff im Hintergrund, mit Gaston jetzt nicht so. Nein, ich will ihn jetzt auch nicht dissen oder so, aber naja, ich habe ja, glaube ich, schon mal erwähnt, dass ich ihn nicht so mag. Okay, wir sollen ihn auf jeden Fall hier treffen. Und ich bin mal gespannt, ob er irgendwas zu diesen Ruinen da hinten sagt. Ob wir da jetzt auch was mitmachen können oder ob wir nur über das Schiff reden. Keine Spur von dem Gewölbeschlüssel. Nun, wir haben es versucht. Ich sage, wir kehren in die Hauptstadt von Gastonia zurück. Und du kannst ein Lied über mich schreiben. Wir brauchen diesen Schlüssel. Ohne den Schlüssel gibt es keine Möglichkeit, das Juwel der Zeit zu bekommen. Ohne die Juwelen ist die Insel dem Untergang geweiht. Aber was ist, wenn wir keinen Skarabäus-Schlüssel gibt und wir bereits verloren sind? Skarabäus-Schlüssel? Du hast nie erwähnt, dass es ein Skarabäus war. Oh, was spielt das für eine Rolle, wie der Schlüssel aussieht? Wir werden ihn nie finden. Wir haben an zwei Orten nachgeschaut. Zwei. Haben wir nicht schon genug getan? Nicht wirklich. Wenn du dich so sehr sorgst, dann suche weiter. Durchsuche die Ödnis. Schau im Treibsand nach. Du wirst sehen, ich habe recht. Du bist eindeutig nicht so geschickt wie ich. Aber nur zu. Versuch, die Heldin zu sein. Ich werde warten. Auf Wiedersehen. Also sorry, aber da erinnert mich irgendwie an einen von den Goonies. Suche nach dem Gewölbeschlüssel in der Ödnis. Vielleicht ist er in den Treibsand gefallen. Jetzt muss ich aber nochmal gucken. Genau, Ödnis ist hier. Treibsand. Ja gut, unten sind die funkelnden Dünen. Das würde dann zur Steppe gehören. Treibsand, denke ich mal, ist nur das hier oben mit gemeint. Hoffe ich zumindest mal, dass es da keine andere Stelle gibt, wo man dann nachgucken sollte. Jetzt weiß ich natürlich nicht. Ich glaube nicht, dass wir hier in diesen Dingern angeln sollen. Ne? Ich denke mal eher, dass wir wahrscheinlich neben denen angeln sollen. Aber gut, wir gucken jetzt einfach mal, was dabei rauskommt. Ja, da ist nämlich. Ja. Ja, egal. Wie wär's, Ach, jetzt wenn wir kommt was wieder ein neuer. gemeinsam unternehmen? Ne, wenn jetzt immer wieder neue kommen, ist das natürlich auch doof. Das ist schön, wenn man angeln möchte. Aber das ist nicht schön, wenn man hier einen Schlüssel sucht. Okay, und das sind Knochen. Hast du mal kurz Zeit? Ja, ist natürlich die Frage. Das wäre jetzt für mich der einzige Treibsand hier. Die Frage ist natürlich, wo müssen wir. Oh, Hallöchen, Sandfisch. Oh, sehr schön. Hey, hier drüben! Die Frage ist natürlich, wo müssen wir jetzt suchen? Oder meint ihr das jetzt nicht mit Treibsand? Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ihr meint Oh, hey, das kannst du hier. reden, Kumpel? Oder, ach so, hier oben können wir auch noch mal, ne? Hä, wieso habe ich das jetzt nicht gesehen? Ach so, weil es dunkel war. Ja. Ich habe absolut keine Ahnung. Ich würde so ziemlich alles gerade lieber machen, als jetzt hier herumraten. Ob ich das jetzt überhaupt beim Hey, Angeln Kumpel! bekomme, zum einen. Komm her! Zum anderen, ja, wo ich das dann holen müsste. Ob das jetzt in diesen Punkten sein muss oder außerhalb von den Punkten. Ob ich vielleicht sogar graben soll, das kann natürlich auch sein. Aber Treibsand ist für mich das hier. Ich meine, das andere, das ist ja nur Sand, oder? Diese hellen Flächen meint er jetzt nicht hier, oder? Ich bin mir nicht sicher. Wir konnten übrigens auch, wie ging das nochmal? Ach ja, hier. Ich hatte ja beim letzten Mal schon so einiges freigemacht, deswegen kann ich euch das jetzt gut zeigen. Also hier war alles zu. Wir konnten hier auch noch runtergehen. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob es hier eine Ecke gab, wo man eventuell Treibsand finden kann. Ich glaube nämlich nicht. Die blaue Schlange habe ich heute schon mal gefüttert. Ja, genau, hier diese Ecke war nämlich noch hier unten. Ich denke mal nicht, dass wir hier graben müssen, oder? Ich meine, wir können das jetzt ein paar Mal probieren. Aber das ist halt Sand. Das ist halt.
Na, es ist ja kein Treibsand hier, deswegen... Also das sind jetzt so die Optionen, die ich jetzt eventuell noch hätte. Wobei, ja, das sieht eher aus, als ob wir hier unten gar nichts finden, ehrlich gesagt. Ich werde jetzt oben noch mal eine Weile angeln gehen, wenn ich denn meine Angel wieder kriege. Und ja, werde euch da mal direkt hinzuschalten zum Ergebnis, damit ihr jetzt hier nicht stundenlang warten müsst. So als kleinen Ausgleich für das letzte Video, wo ich ja, ja ein bisschen durcheinander war und irgendwie alles, naja, nicht so geklappt hat, wie sollte. Das Grenzland könnten wir theoretisch auch machen, aber er hat ja gesagt, in der Ödnis, ne? Vielleicht ist der in den Treibsand gefallen. Tja, heißt für mich, wie gesagt, angeln. Jo, mal schauen. Ich angel mal ein bisschen. Wobei, wenn, dann denke ich mir mal, dass ich... Also entweder muss ich hier vielleicht ausgraben. Das kann natürlich auch sein, bei ihm in der Nähe. Oder ich muss tatsächlich hier irgendwo angeln. Ich werde das abwechselnd mal ein bisschen machen. Das weiß ich, bei jedem Punkt mal 10 Mal oder so. Keine Ahnung. Und werd euch auf jeden Fall hinzuschalten, wenn ich denn... das Ergebnis habe. Hier bin ich. Was wir haben wollen. Bis gleich. Wie lange soll ich noch auf diesen Schlüssel warten? Was ist das? Le Fou? Hallo, hier bin ich. Ja, das ist schön, Dagobert, aber wir müssen mit Gaston reden. Wir haben ja was gefunden. Ein Le Fou? Fragezeichen. Gaston, ist das Le Fou? Ich, ich habe mich schon gefragt, wo ich den gelassen habe. Du warst einsam hier draußen. Nee, nur eine Frage. Warum? Oh, Le Fou ist ein Projekt gewesen, um meinen Geist während meiner Zeit in der Wüste wach zu halten. Hat offenbar nicht geklappt. Danke, dass du ihn gefunden hast, Gameplayerin. Lass uns nie wieder davon sprechen. Naja, Hauptsache, wir können uns wieder auf die Suche nach dem Gewölbeschlüssel für das Juwel der Zeit machen. Du gehst vor. Ich denke, Le Fou und ich werden jetzt zu meinem Lager zurückkehren. Seine Farbe muss nach all dem Treibsand eindeutig aufgefrischt werden. Das kann doch nicht dein Ernst sein. Was ist mit dem Juwel der Zeit? Das Juwel, das der Zauberer gefunden hat und das nur mit einem Gewölbeschlüssel gefunden werden kann, den es wahrscheinlich gar nicht gibt, mach ohne mich weiter. Ich habe nachgedacht. Guter Witz. Selbst wenn es einen Schatz gäbe, was dann? Hier gibt es nichts, wofür man ihn ausgeben könnte. Niemanden, den man beeindrucken könnte. Ach, wenn du mir schon nicht helfen willst, kannst du mir wenigstens ein bisschen mehr über diesen Skarabäus-Schlüssel erzählen, den du erwähnt hast. Gut. Der Täuschungszauberer hat gesagt, dass er aus 2 Teilen besteht, die wie ein Skarabäus geformt sind. Und wenn du die Teile zusammensetzt, führt er dich zu einem Gewölbe. Und? Konntest du irgendwelche Hinweise darauf finden? Alles, was ich gefunden habe, ist Sand und ab und zu ein Stück Schrott. Oh, und ein Teil von einem seltsamen Metallkäfer. Ein Metallkäfer wie ein Skarabäus? Nein. Gaston, beschreibe mir, was du für einen Skarabäus hältst. Du weißt schon, ein Skarabäus. Ein langes, hohles Ding, mit dem man ein Schwert aufbewahrt. Ich weiß auch nicht, was ich darauf antworten soll, ja. Schwertscheide, Gaston. Das nennt man eine Schwertscheide, nicht einen Skarabäus. Darf man dieses Wort überhaupt auf YouTube sagen? Ich bin mir nicht sicher. Obwohl es ja ein normales, gebräuchliches Wort ist. Ein Skarabäus ist ein Wüstenkäfer, genau wie der Metallkäfer, den du gefunden hast. Das kann nicht richtig sein. Ich versichere dir, dass es so ist.
Häng du mit deinem Kokosnuss-Lefou ab. Ich übernehme das. Ha. Na gut. Übrigens, ich habe den Käfer irgendwo in der Steppe weggeworfen. Wahrscheinlich in eines der Zeitdinger. Aber da du durch die Zeitrisse gekommen bist, wirst du ihn sicher finden. Ja, keine Sorge. Ich habe das richtige Gerät dafür. Meine Sanduhr sollte mir helfen, ihn zu finden. Wie wär's mit deinem kleinen Lausch? Auf Wiedersehen. Ich würde gerne. Ich habe nämlich deine Quest endlich freigeschaltet, aber ich gang gerade nicht. Und dir auf Nimmerwiedersehen. Danke. Also, bin ich jetzt hier richtig? Die Steppe? Steppe hat er gesagt, ne? Steppe ist hier unten der Teil. Wenn er jetzt davon spricht, die Sandrisse waren ja eher so in dem Bereich. Und hier. Da hinten waren nur noch so vereinzelt, glaube ich, welche. Wir können da am besten mal anfangen. Ob die das jetzt damit meinen oder ob das jetzt absoluter Zufall ist, ich habe absolut keine Ahnung. Die Frage ist jetzt nur, ich soll mit der Sanduhr suchen. Also nehme ich mal an, soll ich den hier machen, oder? So. Nee, oder? Nein! Ey, bei allen Quests, die ich mache, muss ich hier stundenlang suchen. Ich habe hier bestimmt 2 Stunden gesucht, um diese blöden Dinger für Dagobert zusammenzukriegen. Und hier kriege ich das beim ersten Mal. Wollt ihr mich veräppeln? Sprich mit Jafar. Moment, da hinten haben wir eine. Nee, Jafar ist nicht da, wo du gerade rufst, Mickey. Hier vorne haben wir direkt so ein Ding, wenn ich nicht überall hängen bleiben würde, versteht sich? Aha. Aha. Diese Kommentare sind so wunderbar manchmal. Wie ich sehe, hast du die Hälfte meines Skarabäus gefunden. Deines Skarabäus? Ja, ich habe ihn doch erschaffen. Dein Fortschritt ist lobenswert, Gameplayerin. Vielleicht gibt es ja doch noch Hoffnung, dass wir die Katastrophe abwenden. Wieso hast du mir nicht gesagt, dass der Juwel der Zeit in einem geheimen Gewölbe voller Schätze ist? Vielleicht wollte ich deinen Eifer testen. Vielleicht bist du auch einfach nur ein Arsch. Allerdings hatte ich gehofft, dass Gaston die meiste Arbeit für dich erledigt und ich mir von ihm den Skarabäus-Schlüssel einfach nur nehmen musste. Ich habe Gaston vor einiger Zeit mit dieser Aufgabe beauftragt, aber dieser Schwachkopf hat anscheinend keinen Fortschritt gemacht. Ich glaube, dass er zu einsam war, um produktiv zu sein. Er hat sich einen Freund aus Kokosnüssen gebaut. Ah. Aus Kokosnüssen? Ja, wir haben ihn gefunden, während wir auf der Suche nach dem Skarabäus-Teil waren. Ich finde es irgendwie süß. Ein bisschen beängstigend wäre vielleicht eher das, was mir jetzt einfiele. Es wäre möglich, dass er jetzt mit Begleitung nützlicher ist. Die andere Hälfte des Skarabäus muss erst noch gefunden werden und Gaston könnte sich doch noch als nützlich erweisen. Begrenze deine Suche nicht auf den funkelnden Dünen. Der üppige Dschungel im Osten war immerhin mal eine Wüste. Na gut, ich sehe bei Gaston vorbei und mache mich wieder auf die Suche. Okay, also erstmal Gaston ansprechen. Der üppige Teil, meinen jetzt hier den Dschungel? Also wir haben ja im Prinzip alles außer der Lagune hier oben freigeschaltet. Das wäre ja schon mal gut. Oder das ist ja schon mal gut. Da müssen wir dann auf jeden Fall, hoffe ich mal, weiterkommen in dieser Folge. Sie nach Gaston und LeFou. Was mache ich denn mit den Portdingern? Lasse ich die hier stehen? Weil wenn ich natürlich öfter mal zu Gaston hoch muss, dann wäre es vielleicht auch ganz gut, das mal umzustellen oder so. Da muss ich echt mal gucken. Wo ist er denn jetzt? Moment, ich laufe hier schnurstracks hoch, aber er ist ja gar nicht hier. Oh, ich doof. Okay, er ist da unten. Toll. Jetzt laufen wir halt wieder zurück. Ach ja, heute ist wieder so ein wundervoller Tag. Hier könnt ihr übrigens noch die Überreste sehen. Als ich die Perlen gesucht habe, ist mir dann aufgefallen ist, dass die Perlen gar nicht hier zu finden waren, sondern in dem Bereich, von wo wir jetzt herkamen, noch über die Brücke drüber. Also diesen Eingangsbereich, wo auch Remis Restaurant ist, genau. Wie läuft's, Gaston? Ich möchte sicher gehen, dass du eine Sache fertig
richtig verstehst, Gameplayerin. Kokosnuss-Lefou ist keine Art von Begleiter oder Spielzeug. Ich habe ihn nur zum Zeitvertreib gemacht. Wie man es mit einem Spielzeug machen würde? Das ist doch absurd. Ich bin ein erwachsener Mann. Spielzeug ist für Kinder. Das ist eigentlich ganz niedlich. Ist es nicht? Warum mache ich mir überhaupt die Mühe? Warum interessiert es dich überhaupt, was ich von Kokosnuss-Lefou halte? Das tut es nicht. Mich interessiert nur, was ich denke. Aber als ich zu meinem Lager zurückkam, wurde es mir viel zu klar. Ich bin vom gastronischen Weg abgekommen. Es ist an der Zeit, dass ich meine beeindruckenden Aktivitäten wieder aufnehme und aufhöre, wie ein erbärmlicher Zimmermann zu schnitzen. Ich muss weiterziehen. Hast du die Schwertscheide gefunden? Skarabäus, Gaston. Und ja, das habe ich. Eine Hälfte geschafft. Ausgezeichnet. Ich bin dem grenzenlosen Schatz ein Stück näher gekommen. Willst du vorankommen, indem du mir hilfst, das andere Skarabäus-Teil zu finden? Nicht jetzt. Ich muss erstmal eine Weile robuste und männliche Dinge tun. Darf ich fragen, was das bedeutet? Ach, du weißt schon, das Übliche. Von einem Gipfel in die Ferne starren. Mein Mut gegen die Kreatur, gegen die Kräfte der Natur zu testen. So etwas in der Art. Viel Glück, denke ich. Vielleicht entdecke ich das andere Skarabäus-Teil, während ich stoisch auf die Landschaft schaue. Also gut. Ich werde mich in ein paar Stunden wieder bei dir melden. Ich denke, ich kann in der Zwischenzeit ein wenig erkunden, welche Geheimnisse die Insel der Ewigkeit haben könnte. Danke! Warum ist das jetzt vollständig? Achso, okay. Okay. Gaston ist noch nicht bereit. Gib Gaston etwas Zeit, um wieder klarzukommen. Okay. Machen wir doch gerne. Ist jetzt nur die Frage, ob wir dann in der Zeit eventuell... Lohnt es sich dann, den Teil hier rechts zu machen? Und warum... Ach so, klar, Rapunzel hat auch eine neue Quest. Die müssen wir auf jeden Fall auch noch machen. Weil die habe ich nämlich ein bisschen gelevelt. Beziehungsweise ich habe ja eigentlich nur eine Sache gegeben. Das fand sie ganz toll. Dann würde ich fast sagen, dass wir, damit das Video nicht ganz so kurz ist... War das das? Genau, bring die Materialien. Das war, glaube ich, um sein Gebäude wiederherzustellen, ne? Würde ich sagen, dass wir da mal eben kurz überschwenken. Wo war der denn jetzt? Könnte ich auch hinporten, ne? Ja, ich habe mittlerweile gelernt, dass man auch einfach draufdrücken durfte. Dass man nicht vorher rüberlaufen muss. Ja, du, Äffchen, dich muss ich auch noch füttern gleich. Hey, ich habe einen Job für dich. Ei, hallo. Das war das hier, glaube ich, ne? Oh, er hat Level 1, das muss ich mir merken. Also neue Unternehmungen und Abenteuer. Ich hoffe, das war's. Ja, es war das Richtige. Genau. Schließen wir das nämlich auch nochmal eben ab. Ich hoffe, das geht recht schnell. Oh, welch ein Glück. Ausgezeichnete Arbeit, Gameplayerin. Wir sind bereit für eine weitere große Eröffnung. Um dich dafür zu belohnen, dass du mich auf dieses Geschäft aufmerksam gemacht hast und es wieder auf Vordermann zu bringen, möchte ich, dass du diejenige bist, die den neuen Laden eröffnet. Es ist mir eine Ehre. Ist die Eröffnung dann der Einkaufsbummel, genau. Ja, du hast recht, so ist es. Freundlichen Dank. Ich gehe allerdings davon aus, also ich habe mich ja schon gefragt, ob es dann hier andere Angebote gibt. Wieso, wo läuft der denn jetzt hier hin? Indem du das Schild benutzt. Okay, ja gut. Können wir vorher dem Affen... Ich habe, glaube ich, aber jetzt gar nichts dabei, um den Affen überhaupt zu füttern. Ne? Das muss ich dann doch später machen. Ich hoffe, dass der jetzt nicht wegrennt. Weil wir nämlich jetzt gleich einen Wechsel der vollen Stunde haben. Und das ist immer schlecht.
Oh Gott, ich hatte schon befürchtet, dass sie es ist. Die singt ungefähr genauso schief wie die eine aus dem Video, was ich heute gesehen habe. Also das war gestellt, muss ich jetzt dazu sagen, wegen der Story, die dahinter steckte. Aber es ist schon... Wenn ihr wüsstet, was ich meine, dann ist... Moment, wo war das denn hier? Ja. Egal. Mir fällt jetzt auch der Titel nicht ein. Ah, hier. Hier können wir es freischalten. Seine Grüße, Nachbar. Es wird Zeit, dass ich meinen Laden auf der Insel der Ewigkeit eröffne. Natürlich, ich brauche wahrscheinlich nur ein paar Sternmünzen. Aber ich habe dir gerade so viel Zeug mitgebracht, genau. Ach, ich mach doch nur Spaß. Nach allem, was du getan hast, ist es das Mindeste, wenn ich meinen Laden kostenlos eröffne. Hast. Ja, es hätte mich aber nicht gewundert, wenn er jetzt wirklich nur irgendwas verlangt hätte, ganz ehrlich. Aber ich bin froh, dass er es nicht getan hat. Bin ich auch, ganz ehrlich. Nein, ich will nicht betreten, ich will mit ihm reden. Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Mhm. Ei, hallo. Das. Oh. Gut gemacht, Gameplayerin. Eine Eröffnung in angemessener Form. Ich bin mir sicher, dass die Leute in Kürze in dieses schöne Geschäft strömen werden. Und da du sowohl meine beste Mitarbeiterin als auch meine beste Kundin bist, habe ich auch etwas für dich. Bitte sehr. Oh, 1000 Gold. Wie großzügig er doch ist. Ja, nein, also ich sag mal, wenn ich noch nicht so viel Gold hätte, dann wäre ich da ganz sicher froh drüber gewesen. Oh, ist das ein großer Kessel? Was ist denn hier alles Schönes, Neues reingekommen? Ich bin ja gerade voll fasziniert. Ich bin nur gerade ehrlich gesagt, ich wusste es mal, hallo, ob die mit dem Punkt das sind, was ich noch brauche, hallo, oder nicht. Und ich hab's jetzt schon wieder vergessen. Und bis bald. Bei den Kessel habe ich doch... Kessel würde ich... Moment, den Toaster, den habe ich doch bestimmt schon. Der hat keinen Punkt dran. Der hat auch keinen Punkt dran. Ist aber nicht schlimm, weil würde ich auch doppelt kaufen. Ist auch kein Thema. So, das würde ich auch gerne doppelt kaufen. Ist auch kein Thema. Aber das heißt, den Kessel habe ich, glaube ich, noch nicht. Schwerer Eisenkessel. Steht auch nicht drin. Ist auch von keinem Set, ne? Das heißt, dieses, hallo, naja, leicht hässliche Teil habe ich wahrscheinlich auch noch. Hoffe ich jetzt zumindest. Ich freue mich schon. Das ist auch. Ja, okay, zumindest steht da neue Jacke freigeschaltet. Hallo. Gut, was haben wir denn hier? Die Sachen finde ich zwar nicht schön, aber schalten mir auch mal frei, wenn ich die noch nicht habe. Ich meine nämlich auch die Sachen mit dem Punkt, die hat man noch nicht. Ja, das habe ich definitiv noch nicht, dieses komische Blaue. Dann habe ich die tatsächlich auch noch nicht. Achso, das sind andere Ringe immer wieder. Hallo. Okay, das nehmen wir jetzt mal an. Tut mir leid, dass ihr jetzt meinen Kaufrausch hier nochmal eben angucken müsst. Das habe ich aber doch in Rot. Hä? Moment. Garderobe. Kleider. Ist das nicht... Nee, das ist mit langen Armen. Ist das nicht das hier? Rotes, trägerloses Kleid mit Herzausschnitt. Rotes, trägerloses Kleid mit Herzausschnitt. Schwarz-rotes. Oh, okay. Da gibt's, ich muss da mit gibt's dir sprechen. Kleine, aber feine Unterschiede. Ja, ja, Mini, hallo, ich habe gerade so gar keine Zeit dafür. Es tut mir leid. Ich muss hier einfach erstmal alles holen, was ich noch nicht habe. Moment, die habe ich noch nicht. Die nehmen wir auch direkt mit. Den Toaster habe ich schon. Das dürfte ich... Nee, das habe ich noch nicht. Dann nehmen wir das auch einmal mit. Ist ja nicht schlimm. Freundlichen Dank. Ich habe zwar mittlerweile keine Übersicht mehr, hallo, was ich überhaupt habe. Oh, das ist cool. Oh. Monster AG. Aber wenn Monster AG schon drin ist, dann ist das doch schon frei, dass man das machen kann. Da bin ich mal gespannt. Oh, warum ist das hier oben so... Oh, schick. Bei dem anderen war das so klein. Ist das andere jetzt auch so schön geräumig? Oder also haben die das generell geändert? Ah. Ja, das sieht nicht so schön aus. Aber wenn ich es noch nicht habe, nehme ich es auf jeden Fall mit.
Das zum Hinsetzen, ne? Stand da gerade hinsetzen? Ja, ja. Ich war mir jetzt nicht sicher. Ah doch, die stehen auf den Dingern drauf. Okay, ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob man diesen Teppich jetzt kaufen konnte oder nicht. Die kann man auf jeden Fall holen. Das nehmen wir auch direkt mit. Hey, ich habe einen Job für dich. Das haben wir schon. Ja, ja, ich weiß. Was ist das denn hier? Ansehen. Hallo. Dunkle Holzdielenboden. Ah. Okay. Also entweder haben sie das tatsächlich komplett neu gemacht. Auf Wiedersehen und bis bald. Soweit ich weiß, muss man ja alles einmal gekauft haben, damit man das dann nachbestellen kann für sein eigenes Haus. Das ist doch... Nee, das ist zum Lesen. Ergonomische Vorteile von L-Sofas. Ja, nee, ist klar. Hier war doch gerade noch was zum Kaufen. Was ist das denn? Ach so, das war über mir. Okay, die habe ich auf jeden Fall noch nicht gehabt. Die nehme ich auch mit. War denn da hinten auch was über mir? Nee, da hinten war doch nichts. Das sind zwei Sachen. Kerzenbeladener Ast. Hallo, hier bin ich. Ja, ja, ich weiß, ich weiß. Ich bin gerade so fasziniert von den Sachen. Hallo. Mit verschiedenen Tränken, hey. Das ist auch immer gut. Auf Wiedersehen und bis bald. Gut, da kann ich ja so viel, wie ich möchte, von nachbeordern letztendlich. So, ansonsten haben wir jetzt hier alles. Wenn du mal vorbeikämst. Wieso können wir eigentlich die Werkbank hier nicht mitnehmen? Ich möchte gerne noch ein... Ah, nee, doch. Ich möchte gerne noch eine bei mir reinstellen. So, jetzt bin ich gerade am Überlegen. Was war jetzt hier mit dem? Das war jetzt was, was wir noch nicht begonnen haben, ne? Was die Wirtschaft auf der Insel der Ewigkeit betrifft. Die Insel der Ewigkeit ist doch hier, oder nicht? Weil nicht, dass wir da jetzt wieder irgendwas anderes drin haben. So, Rapunzel müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ich weiß jetzt nicht, wie das bei ihm aussieht. Also wenn wir in der nächsten Folge, beziehungsweise das nächste Mal, wenn ich online gehe, wenn dann bei Gaston wieder was, also wenn das abgehakt ist und wir mit ihm reden können, dann werden wir das auf jeden Fall in der nächsten Folge machen. Kann ich nur von List entfernen, ist wahrscheinlich jetzt automatisch jetzt wieder drin. Sollte das immer noch nicht aktiv sein, obwohl, ich sag jetzt mal, ein Tag vergangen ist oder wie auch immer, dann nehme ich mal an, dass wir irgendwas machen müssen, bevor wir mit ihm sprechen. Dann würde ich nämlich sagen, machen wir die nächste Aufgabe von Rapunzel, weil die nämlich dann auch hier in dieser Gegend ist, die Aufgabe. Und ich ja bekanntlicherweise erstmal die ganzen Aufgaben hier aus dieser Gegend machen möchte. Also wundert euch nicht, wenn wir nicht mit Gaston weitermachen. Dann hat er nämlich noch kein Häkchen dran. Dann schalten wir auf jeden Fall um zu Rapunzel und machen das definitiv in der nächsten Folge. Hallo, mit Dagobert, ja, muss ich mal gucken. Wobei Insel der Ewigkeit, Land der Uralten ist hier unten. Doch, Insel der Ewigkeit ist das hier, genau. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher. Die ganzen Namen, die verwirren mich gerade mittlerweile schon. Also das wäre sonst auch noch eine Aufgabe, die wir für später auf jeden Fall für diese Insel haben. Das ist schon mal gut. Schlecht ist, dass wir wahrscheinlich eh nur dahin gehen müssen und, keine Ahnung, wieder irgendwelche Möbelstücke in irgendeinen Bereich reinstellen müssen. Und ja, das müssen wir ja nicht unbedingt machen. Hallo, ich hoffe, du kannst mir helfen. Boah, die erschreckt mich jedes Mal, wenn die Staffelei hier rausholt. Und was wir auch noch machen werden, aber das ist jetzt ein bisschen viel für diese Folge. Wir haben jetzt schon 12.000 bisher gesammelt. Wir werden uns dann auf jeden Fall noch einen neuen Bereich freischalten. Ich weiß noch nicht so genau, was ich machen werde. Also eigentlich das Grenzland denke ich, dass ich es nicht brauche, weil wir hier mit der Promenade ja nach oben gehen können. Ich bin mir aber nicht sicher, ob ich das Grenzland eventuell brauche, wenn wir da mit ihm, mit dem Gaston eventuell noch hier in den Bereich rein müssen. Deswegen spare ich mir das jetzt erst noch so ein bisschen auf. Es sei denn, dass ich so viel noch bekomme, dass ich noch mehr freischalten kann, dann werde ich das auch noch machen. Wir haben jetzt ansonsten nur noch die Lagune, war glaube ich 6.000 oder so. Die Oase hatten wir noch. Und ansonsten hatten wir nur noch die beiden Bereiche hier unten, die wir freischalten müssen. Wir sind mal gut dabei. Also doch, kann ich nichts gegen sagen. Ja, wunderbar. Okay, jetzt aber
lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe schon viel zu viel geplappert und vor allen Dingen viel zu viel erzählt, was ihr garantiert gar nicht hören wolltet. Wir sehen uns in der nächsten Folge, entweder mit Gaston oder mit der Nervensäge hier vorne rechts, die mich immer wieder unterbricht. Also, oder mit Rapunzel. Ja, und Schweini, du musst natürlich auch am Ende nochmal ins Bildchen kommen. Ist ja klar. Schweini und ich, wir verabschieden. Also Schweinchen, nicht Schweini. Und ich, wir verabschieden uns dann erstmal. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, darfst du mich natürlich auch gerne abonnieren.